Präsentiert Ergebnisse von Frau Dr. Niederkirchner und damit, wie gesagt, Ring frei. Nein, Quatsch. Nicht Ring frei, sondern Bühne frei für Sie und wir sind gespannt auf Ihre Ergebnisse. Danke. Danke. Ja, ich möchte vielleicht auch damit anfangen, wie ich zum BEMA gekommen bin. Es wurde schon hier gesagt, am wichtigsten sind immer die eigenen Erfahrungen. Und einen BEMA in meine Praxis habe ich am Anfang überhaupt nicht unter diesem Gesichtspunkt geholt, sondern am Anfang einfach nur für mich. Habe ich übrigens mit vielen meinen Dingen, die ich in die Praxis geholt habe, gemacht. Ich habe es erst an mir ausprobiert. Nach dem Stil, wenn es bei mir wirkt, dann kannst du das auch richtig entsprechend anbieten. Nun muss man dazu sagen, dass ich jetzt eine sozialpsychiatrische Praxis habe. Das heißt, also hier kommen Kinder, die mit Eltern, die also wirklich manchmal am Rand des Abgrunds stehen, weil sie wirklich mit ihren hochhilfebedürftig sind, weil sie einfach mit verschiedenen Dingen wie ihre Kinder im Leben stehen und gerade in den Schulen zum Teil stehen, nicht zurechtkommen und damit wirklich tief unglücklich sind. Das ist natürlich auch eine Sprechstunde, die also sehr hart ist. Ich bin seit 7 Jahren in Rente, habe überlegt, ob ich nun in Rente gehe, hatte keine Lust dazu und habe gesagt, irgendwas musst du trotzdem für dich tun, weil ich trotzdem seit über 20 Jahren Diabetes habe. Eigentlich müsste ich sozusagen so schwere Erscheinungen haben. Und dann habe ich gesagt, man kann ja nie wissen, also musst du für dich was tun. Und so bin ich vor 2 Jahren mit dem BEMA in Kontakt gekommen und habe gesagt, also den nimmst du jetzt erstmal für dich, weil das Wichtigste ist, dass du mit deinem Mikrozirkulation nicht nur der Beine und der Augen, sondern auch vor allen Dingen im Gehirn zurechtkommen möchtest. Also habe ich BEMA benutzt und festgestellt, dass mir damit viel besser ging. Ich war gesünder, bin sowieso wenig krank, aber jetzt noch weniger krank, habe das dann gesagt, okay, dann will ich das für meine Mitarbeiter auch haben. Ich möchte nicht, dass die hier in einer Infektsprechstunde, wo in der Kinderabteilung öfter mal krank, die Schwestern krank wären, also das möchten wir nicht. Haben wir also in der Praxis eingesetzt und der Effekt war, meine Schwestern sind alle nicht mehr krank. Das ist natürlich wichtig. Und dann bin ich drauf gekommen, eigentlich ein bisschen über das Sportprogramm. Drauf gekommen bin, also wenn BEMA an vielen Stellen hilft und einsetzbar ist, bei Kranken und bei Gesunden, und beim Sport die Leistungsfähigkeit erhöht, dann muss es auch mit den Kindern was machen, die praktisch mit ihrer Leistungsfähigkeit ein bisschen schlechter dran sind. Für mich ist ADHS keine Krankheit. Aber ich weiß, dass das kindliche Gehirn bei ADHS anders tickt. Ich mache dazu immer viele Elternweiterbildungen auf meiner Dr. Käthe Webseite. Kann man diese Elternweiterbildung 2,5 Stunden sich holen und die Zusammenhänge sich holen, wie das Gehirn, dieses Gehirn anders tickt bei ADHLern. Wenn ich das verstehe, wie dieses Gehirn anders arbeitet, dann kann ich natürlich auch anders damit umgehen. Und dann muss ich nicht weder als Eltern noch als Lehrer sozusagen mich in den Superstress bringen lassen. Das ist dann nicht notwendig.
Also habe ich dann zusätzlich gesagt, also Gehirndurchblutung müsste ein Teil sein, der hier mit zu einer Verbesserung der Aufmerksamkeit führt. Haben die Sportler gesagt, also guck ich, warum sollte das nicht bei den Kindern auch so sein? Weil diese Kinder sind in hohem Maße in einem Stressmodus. Und Stress, wissen wir, macht eine enorme Senkung der Durchblutung und vor allen Dingen der Durchblutung im Gehirn und damit eine schlechte Aufmerksamkeit. Und damit natürlich haben die Kinder ihre Schwierigkeiten in der Schule. Und das muss ja tatsächlich eigentlich nicht sein. So, wie ist es nun in den Schulen? In der Zeit, wie ich jetzt hier in den 20 Jahren, die ich jetzt hier in den Schulen auch mitarbeite, über meine Spezialsprechstunde, habe ich festgestellt, dass wenn wir früher noch so 5 oder 6 Kinder in der Schule hatten, haben wir jetzt 1, 2, manchmal sogar 3 Kinder in der Klasse, die auffällig sind. Und wo die Lehrer wirklich nicht zum Teil nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wo es viele Schulverweigerer gibt. In den letzten 2 Jahren ist die Anzahl der Schulverweigerer deutlich angestiegen. Und das hat was mit diesem hohen Stresspegel und mit dieser Konzentrationsverschlechterung was zu tun. Weil die Kinder haben keine Lust, wenn es ihnen mit dem Lernen schwerfällt. Keine Lust, sich in der Schule da hinzusetzen. Und dann haben wir ja auch noch eingerichtet, dass die Bewegung in der Schule viel weniger ist als früher. Die werden ja gezwungen, jetzt zum Teil in Doppelstunden auf der Bank zu sitzen. Wie soll da eine Durchblutung zustande kommen? Das ist ja schon die Durchblutung bei den Gehirnen der Lehrer schon ein bisschen schlecht. Und geschweige denn die Durchblutung bei den Kindern. Dazu kommt, dass diese Kinder eine Steuerungsproblematik haben. Das kann ich jetzt nicht ausführen, das ist wie gesagt auf meiner Elternweiterbildung dort ausführlichst insgesamt der Zusammenhang erklärt, wie das zustande kommt. Und es gibt jetzt nicht mehr nur in dem Rahmen den Zappelphilipp und die Traumsuse, sondern jetzt vor allen Dingen auch den Wüterich. Also, die Traumsuse, irgendwo, ja, da. Der Hans Kuck in die Luft, der Zappelphilipp, aber eben auch der Wüterich, der sich eben auszeichnet, dass er die Selbstkontrolle verliert. Und Verlust der Selbstkontrolle ist letzten Endes auch massiver Stress, schlechte Durchblutung und damit eben auch nicht die Möglichkeit, mein Gehirn entsprechend einzusetzen. Das ist vor allen Dingen auch Frontalhirnproblematik, dort wo die Steuerung ist. Dort wird auch das meiste Dopamin freigesetzt. Das ist auch das, was dann immer bei den Ärzten so gesagt wird, die also daraus eine Krankheit machen, weil im Ursprung keine Krankheit, sondern eine ganz bestimmte Art und Weise der Symptomatik, die aber aufgrund der Auseinandersetzung und dem sich schlecht fühlen, wenn ich mich schlecht fühle, dann wäre ich krank, dann zur Krankheit führen. So, und hier haben wir den, der sich nicht steuern kann und dem hier sozusagen alles immer runterfällt, der also praktisch auf dem Tisch auch hängt. Das heißt, die
Der Muskeltonus ist schlecht, und zwar der der glatten Muskulatur. Dann haben wir die Traumsuse, jeden Morgen, große Freude. Mama meint, wir müssen jetzt endlich in die Schule gehen, und Traumsuse ebenso. Gucken Sie mal, wie die da sitzt. Die sitzt nicht, die hängt. Auch Tonus. Muskeltonus ist glatte Muskulatur. Dasselbe wie die Gefäßmuskulatur. Deshalb hängen diese beiden Dinge bei ADHS so eng zusammen. Die Durchblutung und auch das Hängen. So, und dann haben wir den Wüterich. Große Freude, wenn dann mal zwischendurch leise im Kinderzimmer ist, wenn es dann wieder mal turbulent wird. Und auch in der Klasse. Das Schöne an den ADHLern ist, sie haben viel Fantasie und kommen immer auf irgendwelche blödsinnigen Gedanken. Aber auch warum kommen sie drauf? Weil sie mit ihrer Konzentration nicht ausreichend auf fokussiert sein können und deshalb eigentlich lieber die Dinge machen, die ihnen jetzt in dem Moment auch einfallen. So, wieder nun BEMA und ADHS. Also, was ich eben gesagt habe, das Hauptproblem auch beim ADHS ist praktisch durch den Stress bedingt eine schlechte Durchblutung. Auch eben durch Tonus bedingt. Jetzt sage ich mal, wenn man braucht die bloß in der ersten Klasse, sieht, jetzt war wieder Einschulung. Denn sitzen die, sitzen ja gar nicht. Die hängen ja und liegen auf ihren Bänken. Dann ist es dabei hier das Gehirn, der Nacken abgeknickt. Wer soll denn? Setzen Sie sich mal so hin. Können Sie nicht lange aufmerksam sein. Das ist notwendig, sich aufzurichten. Und diese Aufrichtung kriegen die meistens nicht zustande und können deshalb auch nicht aufmerksam sein, weil dadurch die Durchblutung schlecht ist. Und diese angeborene schlechte Tonus, Muskeltonus der glatten Muskulatur macht natürlich auch einen schlechten Tonus der Gefäßmuskulatur. Kann man bei denen immer sehen? Die sehen dann immer so bleich aus und ein bisschen krank. Ich bin eigentlich erst darauf gekommen, weil ich mich an meine eigene Kindheit erinnert habe, weil ich war auch so ein etwas tonusgestörtes Zappelkind. Und aufmerksam war auch ein bisschen schwierig. Und meine Mutter hat zwischendurch immer gesagt, dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass mir gut geht, weil ich gerade so wunderschön entspannt war. Kind, wie siehst du wieder schlecht aus? Was soll ich denn dann denken? Mir ging's gut. Es ist mir später erst aufgefallen, dass das verbunden ist mit einem ausgesprochen blassen Gesicht. Wenn diese Kinder entspannt sind, dann sitzen die und dann werden die bleich. Und dann denkt jeder, jetzt sind die Kinder überfordert. Mama hält dann mit den Hausaufgaben an, weil sie sieht, ihr Kind ist jetzt überfordert, weil der sieht gerade so schön bleich aus. Eigentlich hat das Kind auf Entspannungsmodus umgeschaltet. Das ist natürlich damit verbunden, dass zur gleichen Zeit die Ohren auf Durchgang stehen. Dafür haben wir zwei. Hier und da. Und insofern ist es natürlich mit der Aufmerksamkeit runter. Aber das liegt daran, wenn Sie diesem Kind jetzt einen Auftrag erteilen oder
eine spannende Sache erzählen, ist die aus dem Stand, mit der Aufmerksamkeit da oben, voll da und groß engagiert. Eben wollte sie noch umfallen. Ja, also das ist, das darf man nicht vergessen, da darf man sich nicht täuschen lassen, das hat dann wirklich mit der, dieser Konzentrations, diesem Konzentrationsabfall zu tun, nicht weil praktisch das Gehirn überanstrengt ist, sondern eigentlich ist es unterfordert mit dem, was interessant ist. Das heißt, und dann müssen die Kinder sich tatsächlich anstrengen. Wenn es langweilig ist, müssen die sich anstrengen und sich wirklich aufrichten und müssen eben ihr Muskeltonus herstellen, damit sie überhaupt zu etwas kommen. Das heißt, sie haben tatsächlich mehr Anstrengung als die anderen, denen es leicht fällt und die nicht so rumhängen. Das heißt, hier ist wieder was mit Durchblutung, hat wieder was mit Durchblutung zu tun und dann sind diese Kinder ja irre weit offen. Das heißt, es kommt natürlich zu vielen Informationseinstrom. Das sind die Kinder, die sitzen hier vorne und wissen, was da hinten passiert. Sie wissen auch, was draußen passiert. Ja, also sie haben gar keine Schwierigkeiten. Sie wissen ganz genau, wann der Müllfahrer kommt und in der Schule den Müll abholt. Also alles so eine Sachen. Und sie wissen, die Fliege da oben, die ist oftmals viel spannender als die Lehrerin, weil die Fliege ist nicht berechenbar, die Lehrerin hier vorne immer. Und wie gesagt, das hat was mit dieser glatten Muskulatur und dem fehlenden Tonus zu tun. Und in der Vorrede hier ist darüber ja deutlich informiert worden und gesagt worden, wie das zusammenhängt. Und das kann ich in dem Fall nur unterstreichen. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass bei Stress, und jetzt sage ich mal, Langeweile in der Schule ist hochstressig. Und wenn ich mich darum kümmern muss, wie meine Nachbarn alle sind, und ob hier mein Nachbar jetzt gerade irgendwelchen Mist macht, dann ist das Stress. Und dann senkt es meine Durchblutung und damit eben auch ja, die Aufmerksamkeit. So, und hier haben wir nochmal, wo ich Ihnen erklären möchte, wie das mit diesen, wenn Sie sich den mal angucken, der hopst. Eigentlich müsste der straff sein. Tatsächlich hängt der in der Luft. Und jetzt gucken Sie mal das Gesicht an. Theoretisch ist er glücklich. Aber eigentlich sieht er ganz blass und irgendwie ein bisschen, ja, schlaffi aus. Das sind auch die, die dann zwischendurch wirklich in der Klasse sitzen mit geöffnetem Mund und dann kann es denen passieren, dass ihre Mitschüler die ein bisschen an den Rand schieben, weil sie sagen, du bist ja doof. Du kickst ja schon so. Nicht unterschätzen, macht für diese Kinder, die das gar nicht bemerken, aber schon einen Stich. Das ist wie eine Verletzung. Damit kriegen die noch mehr Stress und damit sinkt also die ganze Aufmerksamkeit und sich das Wohlfühlen noch mehr. Das heißt, hier geht es wirklich um die Frage, wie können diese Kinder sich am besten wohlfühlen? Und ich habe mir überlegt, da ich mich, wie gesagt, mit der ADHS-Problematik ja schon sehr lange beschäftige,
habe ich mir gesagt, also irgendwie habe ich ja selber gemerkt, es wirkt auch aufs Gehirn. Und was bewirkt es im Gehirn? Einmal, dass im Stammhirn das Oxytocin erhöht wird, wenn eine gute Durchblutung zustande kommt. Dann in dem motorischen Gehirn, und deshalb haben wir das beim motorischen, bei vielen Aktivitäten eben eine gute sogenannte Opionid-Ausschüttung, das ist das, da haben wir weniger Schmerzen. Das ist das, wo man dann auch weniger Muskelkater und Beschwerden kriegt, wo man sich dann schneiden kann und trotzdem man den Schmerz nicht fühlt. Ja, da gibt es ja bei dieser Sache hier eine große, viele, viele Beispiele. Das heißt, wenn hier die Opionide durch, deshalb Leistungssportler, deshalb die Jogger, weil sie hier eine Opionid-Freisetzung kriegen mit dem regelmäßigen Sport. Und deshalb kann Sport natürlich auch süchtig machen, weil das ist Morphium. Das haben wir, produzieren wir alles selber, müssen wir gar nicht uns holen. Und dann haben wir hier vorne im Frontalgehirn, dort, wo die Steuerung stattfindet, die Dopaminausschüttung. Und da ist die Motivation. Und Sie sehen, wenn nicht hier unten genug kommt und hier vom motorischen Gehirn nicht genug kommt, dann reicht es auch für hier vorne nicht genug. Deshalb ist es so wichtig, dass einmal diese Kinder in Bewegung kommen, aber dass das Ganze auch eine gute Freisetzung dieser Stoffe hat und die hängt eben auch ab von der Durchblutung des Gehirns. Dann haben wir hier unten auch noch das Noradrenalin als Gegenspieler zum Dopamin. Also hier geht es darum, die emotionale Steuerung, also das ist unsere Bremse. Das ist unser Gaspedal und es ist gut, wenn Gaspedal und Bremse in der Harmonie sind. Und auch das kann man natürlich mit der entsprechenden Durchblutung verbessern. So, die Theorie sagt, also die Schulmedizin sagt, ADHS ist eine Hirnstoffwechselstörung. Im Prinzip ja, aber wenn BEMA bei Schlaganfällen wirkt, warum sollte das nicht bei ADHS wirken, habe ich mir gesagt. Also habe ich mir ein BEMA auch für die Praxis angeschafft. Meinen von zu Hause habe ich nicht mitgebracht. Den habe ich selber behalten. Und da die eng voneinander abhängen, wenn BEMA eben bei Sportlern ein legales Doping ist, dann denke ich mir, ist es auch bei ADHS ein Doping. Habe ich mir so gedacht. Habe mir schon über längere Zeit gemacht in der Praxis. Sachen, wo wir den Stresslevel senken und das habe ich mit Farblichtfrequenztherapie gemacht. Das heißt, die Kinder sitzen vor einer Viertelstunde vor so einem Flickergerät mit indigofarbenem Licht, haben eine autogene Trainingskassette an den Ohren und sitzen dort immer und der Effekt war wirklich, wir haben das mit so einem sogenannten Lügendetektor geprüft, das ist wirklich so, dass der Stresspegel sinkt und praktisch diese Harmonisierung, wie ich sie eben beschrieben habe, zwischen Parasympathikus und Sympathikus, diese Harmonisierung zustande kommt. Und da habe ich mir gesagt, bessere Durchblutung müsste diesen Effekt noch verstärken und unter der regelmäßigen, wir machen, kontrollieren immer regelmäßig mit einem
D2-Test die ganze Geschichte und unserem Test, den wir da hier gemacht haben, also es ist praktisch Gas-Bremse-Harmonisierung, haben wir begonnen, diese Erfolge, diese D2-Teste zu machen und auch Erfolge dabei zu haben. Es hat mir nicht ganz ausgereicht. Und deshalb habe ich gedacht, okay, vielleicht nimmst du den Beamer mit dazu. Wir hatten bei uns gute Voraussetzungen. Die Kinder sitzen zur Lichttherapie immer in so einem schicken Sessel da. Haben einen Fernsehsessel extra angeschafft, weil das ist dann motivierender für die Kinder. Und dann fühlen sie sich ein bisschen besser. Ansonsten ist ja doch ein bisschen langweilig, wenn die vor diesem Flickerlicht da nur sitzen sollen. Deshalb haben wir ja auch dieses Hörprogramm noch mit dazu genommen. Und habe ich so Entstressung, Durchblutungsverbesserung, müsste doch auch eine bessere Steuerung zustande kommen. Also müsste der D2-Test besser werden. Also, wir haben das BMI-System genommen, dieses Lichtsystem, das macht übrigens diese Lichtfrequenz, sorgt dafür, dass die in so einen Trance-Zustand kommen mit einer Hirnfrequenz von so um 4 Hertz. Das ist das des besten Lernens und des kurz vorm Einschlafen haben wir diesen Trancezustand mit dieser Frequenz. Das heißt, da sind wir runter mit dem Stress, aber auch zur gleichen Zeit weit offen. Deshalb habe ich dazu genommen eben eine autogene Trainingskassette, die also praktisch Subliminals enthalten, also so eine, die so richtig entspannende Frequenzen machen, die praktisch hier rechte Ohr, linke Ohr unterschiedlich sind und dadurch eine Links-Rechts-Hemisphären-Ausgleich stattfindet. Also dort, wo unser Gehirn ungleich arbeitet, und bei ADHLern arbeitet das rechte und das linke Gehirn ungleich, deshalb sind die auch so hoch im Stress. So, dann haben wir gemacht wir fangen mit 8 Minuten an und steigern bis auf 15 Minuten, so lange läuft das Licht dann auch. Und anschließend ist natürlich wichtig, die richtig zu wecken, weil die sind dann in einem Trancezustand. Wenn man die dann gleich losschicken würde, würden die Kopfschmerzen kriegen. Sozusagen so ein posthypnotisches Syndrom kriegen und dann auch ihnen schwindelig werden. Die brauchen dann, kriegen dann ihr großes Glas zu trinken. Und bei uns springen sie dann immer auf den Trampolin und werden von ihren Eltern dann auch nochmal abgeklatscht und durch von oben bis unten runter geklopft, damit sie wieder zu sich kommen. Und in dem Fall nicht unbedingt die Durchblutung verbessern. Die haben sie ja durch den BEMA gekriegt. Aber wach werden. Damit letzten Endes auch. So, und dann haben wir getestet. Ich habe einige mitgebracht. Das ist Victoria, die schon ein bisschen älter ist, die deshalb mit dem Test hier auch schon ein bisschen weiter ist. Hier, die geht mit der Aufmerksamkeit eigentlich hier, aber Victoria war sehr, sehr im Stress und damit sehr unzufrieden. Obwohl die Konzentrationsfähigkeit schon hier war, war sie, wenn man so nimmt, aber immer mit wechselnder Aufmerksamkeit. Und diese wechselnde Aufmerksamkeit hat ihr schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, sie wollte nämlich da auch drauf. Und sie ist praktisch hier mit der Sorgfalt und mit der Konzentrationsfähigkeit, also praktisch fast maximal. Und wenn Sie mal angucken, sieht es anders aus und vor allen Dingen ausgeglichener aus. Hier hat sie mal einen Einbruch, aber insgesamt deutlich ausgeglichener, viel weniger Fehler, größere Zeiten, wo sie gut ist.
Der Anfang ist immer ein bisschen schwer, aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Sie war damit mit dem BEMA zufrieden. Wir haben wir machen immer am Anfang eine Probezeit, wo sie einmal wöchentlich zum BEMA kommen. Zu mehr ist es immer ein bisschen schwierig, die zu kriegen, weil sie doch manchmal auch ein bisschen länger fahren müssen, um in unsere Praxis zu kommen. Da kommen sie dann einmal in der Woche und mit einmal wöchentlich haben wir schon solche Erfolge. Der Effekt davon ist, selbst wenn die das so langweilig finden, die kommen nachher doch und wollen dann doch nachher nochmal nach einer gewissen Pause, wir machen dann immer 4 Wochen Pause, und dann haben sie die Möglichkeit, freiwillig sich zu entscheiden, ob sie dann doch nochmal weiterkommen. Und fast alle kommen dann weiter und wollen weiter auf die praktisch ins Programm. So, dann haben wir Karl Hugo. Karl Hugo ist 10 Jahre alt und mit seiner Aufmerksamkeit da unten auch sehr wechselnd, aber eben sehr, sehr langsam, was ihm in der Schule große Probleme macht. Und hier nach der BEMA und Behandlung ist er hier endlich mit dem Tempo gekommen und viel weiter gekommen, hat hier richtige Phasen, wo er sehr aufmerksam war und nur wenig Fehler. Also Karl Hugo ist auch immer dann nachher nochmal wiedergekommen. So, dann Niklas. Niklas, 9 Jahre alt. Wenn man mal sieht, fast, also das Angekringelte sind immer alles Fehler. Und deshalb praktisch haben wir hier so dann geguckt und hier, wenn man sieht, es sind weniger Zeichen, aber viel weniger Fehler auch. Dann haben wir Tino vorher, auch viele Fehler. Und danach viel größeres Tempo, also eine größere Aufmerksamkeit. Und meine Schlussfolgerung, BEMA wirkt Wunder auch für Jugendliche mit ADHS und auch für die ohne ADHS. Danke.